Deathmatch. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Mengpanda. Ich begrüße euch recht herzlich in Black Ops 2. Genau, ihr habt es im Titel schon gelesen. Das ist nämlich eine Livestream-Ankündigung. Ihr könnt mich ja sogar hier im Spiel sehen. Ich habe mich mal so reingebastelt, so mit Greenscreen und Pipapo, und nehme halt auch gerade mit OBS auf. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie es funktioniert. Geht auch gar nicht darum. Heute Abend werden wir Pink Panther Sagt spielen. Ich will mich ausprobieren, ob das mit dem Livestream denn passt, denn ich will das Finale eventuell dann auch livestreamen. Das wäre eine coole Sache. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Komm Baby, gib mir einen Grund, dich zu erschießen. Hätte ich beinahe gesagt. Da ist da einer. Uschka, Uschka. Na, wo ist der eine hin? Ach, der ist schon tot. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Das war deine Waffe, mein Freund, mit der ich dich erschossen habe. Ja, heute Abend auch Rainbow Six Siege. Ich hoffe, dass dann alles wieder funktioniert. Da soll ja ein neuer Modus, eine neue Karte und so weiter mit am Start sein. Freue ich mich schon tierisch drauf. Zocke ich im Übrigen super gerne gerade. Und da bin ich mal echt gespannt, was da noch so geht. Bei dem Spiel ganz besonders. Ah, Mist, ich habe daneben geschossen. Eigentlich ja nicht, aber egal. So, und das will ich heute Abend auch streamen, unter anderem. Ja, und ein bisschen suchen, verstecken in Black Ops 2, Pink Panther Sarg, Kistenkrieg, Schilderkrieg, was alles so geht bei uns, ne? Das wird heute Abend alles so im Livestream passieren. Und im Livestream habe ich auch einiges noch mehr so zum Ankündigen. Deswegen kommt heute Abend in den Stream. Und ich habe auch noch ein paar nette Keys für euch, gerade für das Spiel halt, ne? Für die Beta. Mist, ich hab hier nicht aufgepasst, ey. Rainbow Six Siege heißt es ja, nicht Siege. Ich sag immer Siege, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ihr wisst, worum es geht. Ja, also, da habe ich auf jeden Fall für euch denn einen Beta-Key. Und nicht nur für die PC-Spieler, nein. Ich habe mich auch darum bemüht, halt für die Xbox One-Spieler da einen Beta-Key zu bekommen. Ja, leider PlayStation habe ich nicht bekommen, PlayStation 4, aber Xbox. Und ich denke mal, das ist ja schon eigentlich eine coole Sache, dass ich meine lieben Konsolenspieler nicht vergesse. Und jetzt kommt der Hammer, meine Freunde. Ich habe nämlich auch jetzt eine Xbox One von Microsoft zugesendet bekommen. Auch angeschlossen, wohl bemerkt. Erstmal dafür vielen Dank. Wir werden FIFA spielen, beziehungsweise halt hier auch in dem Einkaufscenter werde ich halt mal so FIFA und so weiter spielen. Um einfach mal die Möglichkeit zu geben, auf der großen Leinwand hier zu zocken. Und das geht halt am besten. Komm doch her, verreck doch da oben. Das geht einfach an auf der Leinwand richtig super. So mit euch denn so zusammenzocken. Da kommt gleich einer. Ich weiß es. Was, von wo denn? Baby, 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 like Baby, 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 So, und jetzt haben sie gedacht, alles ist gut. Hao Qingdong. Hao Qingdong. Upla. Ich blute schon wieder ganz extrem. Ist das Bereichscampen, was ich hier mache? Ich glaube ja, ne? Oben habe ich kurzfristig einen gesehen. Gucken, ob ich den noch sehe. Nee, der ist weg. Das war knapp. Ah.
Ah, Hilfe! Wuhuhuhu, Baby, Baby, Baby. Jetzt habe ich keine Muni mehr. Ungünstig. So, jetzt stelle ich mich mal hier hin. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Nein! Das war wohl nix. Die Hunter-Killer hat tatsächlich 2 Kills gemacht. So, jetzt passen wir auf hier. Jetzt geht's zur Sache hier. Nein, schon zu Ende. Heute Abend, 20 Uhr, Livestream. Einschalten, meine Freunde. Es wird richtig lustig. Ihr seht, ihr habt mir richtig viel Mühe gegeben, so mit Greenscreen und Pipapo. 2 Keys gibt's zu gewinnen. Einmal für Xbox One, einmal für PC. Ja. Wird auf jeden Fall Bock machen. WTD Chaos Team ist mit am Start. Bis dann. Tschüss.